Jetzt habe ich einen ganz wichtigen Mann da stehen in Elvis. Du bist auch ein Teil des Machfelderhofes, kann man schon sagen. Ja, mittlerweile seit 22 Jahren. Jetzt haben wir heute einen ganz tollen Geburtstag. Der Peter wird 180, nein, der Machfelderhof wird 180 und der Peter 60. Nicht laut sagen. Genau. Nein, 60 oder ja. Mhm. Merkt man ihm aber nicht an. Absolut nicht. Überhaupt nicht. Er ist fit wie ein 30-Jähriger. Was ist das Besondere am Machfelderhof? Das Besondere ist ja familiär. Also wir sind wirklich eine große Familie in dem Haus. Also es ist jeder für jeden da. Privat verstehen wir uns eigentlich auch alle sehr gut. Wenn viel los ist, ziehen wir alle an einem Strang. Ja, es ist einfach, es passt alles. Und das war jetzt eine tolle Feier, gell? War sehr schön. Sehr ruhig, gelassen. Ich glaube, der Herr Großmann hat es auch genossen, was das Wichtigste war. 180 Jahre Machfelderhof auch noch dazu. Also hat man nicht oft. Absolut. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir zu euch da im Machfelderhof kommen dürfen. Das ist für uns nicht das Esszimmer, sondern das ist das Wohnzimmer für uns. Das ist auch der Sinn der ganzen Sache. Jeder Gast soll sich wie zu Hause fühlen. Und wir setzen auch alles daran, dass es auch wirklich uns jedes Mal gelingt. Entschuldige. Das gelingt auch. Dass jeder Gast wirklich wohlfühlt und auch gerne wieder zu uns kommt. Wunderbar, dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank. Ja, danke vielmals. Danke. Schönen Abend. Jahre bin ich hier, ja. Ja, und verantwortlich dafür, dass man die Zukunft aus den Händen erfährt? Auch, ja. Jetzt meine Frage, das heißt, man kennt ja praktisch dann den Peter Großmann schon seit Anfang an. 20 war er damals. Sehr motiviert, wunderschön, wie immer. Wirklich, der hat ein Leuchten und eine Energie und war sehr, sehr engagiert. Wenn man sich heute den Machfelderhof anschaut, er hat nichts an Glanz verloren, würde ich mal sagen. Nein, hat er nicht. Wenn ich jetzt da hier auf Besuch bin im Machfelderhof, gut gegessen habe und möchte jetzt was über meine Zukunft erfahren, wie mache ich das? Ich teile hier Zetteln aus und das ist hier auf Spendenbasis und die Leute, die Interesse haben, die sagen mir dann Bescheid. Also ein Haus voller guter Energie. Ja, schon, ja. Das erste Mal, war ich bei der Hochzeit von Toni Vegas und der Sabine Petzl. Da war ich noch sehr schüchtern. Schon ein paar Tage her, ne? Das denke ich mir. Das war lang 33 Jahre, also im August, glaube ich. War nicht einfach, oder 32 Jahre auf jeden Fall. Die sind so unterschiedlich gewesen für die Zukunft. Aber die Sabine Petzl hat mich dann gerettet und hat gesagt, kommt Knete. Und dadurch habe ich das lockern können, weil es ist ein großer Unterschied gewesen in den Händen bei den beiden. Faszinierend, dass der Herr Großmann das so wunderbar weiterleitet. Gell? Ganz wichtig. Ganz toll, ja. An den Prosecco dann gleich für ein paar gute Weinchen sorgen zu dürfen. Und generell möchte ich einmal recht herzlich Dankeschön sagen für die tolle Zusammenarbeit. Ich bin jetzt tatsächlich schon 6 Jahre hier mit im Machfelderhof, wo ich bei Veranstaltungen Weine präsentieren darf, wo ich so viele schöne Momente auch schon miterleben durfte. Und ich muss sagen, es klappt bei euch immer alles 1A. Es ist jedes Mal aufs Neue wieder ein Erlebnis. Und wirklich alle, die daran mitwirken, großes Dankeschön für so tolle Momente, die da herinnen stattgefunden haben. Und die ein oder andere Sonderedition habe ich hier auch schon überreichen dürfen. Und hier gibt es dann auch eine große Flasche Peter Großmann natürlich. Danke, Lisa. Danke. Danke. Natürlich alles Gute zum Geburtstag.
Und das ist, ich bin ja nicht so heilig, wie man sich erwarten könnte von einem Priester. Schade, sorry, kann ich nicht. Ich versuch's jeden Tag, aber der Herrgott kann mich trotzdem brauchen. Und daher versuche ich es doch auch dann und wann, auch auf ganz religiöse Weise in dem Sinne dessen zu tun, wie wir das als Kirche auch beauftragt sind. Ich habe heute wieder ein paar Stunden mit der Daniel Sperra verbracht, wie in der letzten Woche. Keine Angst, wir haben keine Geschichte laufen. Aber wir planen ein Buch. Wir planen ein Buch miteinander. Das Verbindende zwischen Juden und Christen. Und dieses jüdisch-christliche Erbe heißt vor allem, dass wir Segen aussprechen, den der Herrgott uns sowieso gibt. Also ich glaube nicht, dass du jetzt heiliger wirst durch das, was ich jetzt sage und bete, aber wir sehen es alle, dass der Herrgott den eisernen Willen hat, den festen Willen, dass es dir noch besser geht, als dir es jetzt schon geht. Dass der Herrgott dir zuspricht, dich benediziert. Wie gut ist es, wenn man über jemanden anderen Gutes spricht? Benedizere. Wir wissen das Gegenteil, wie wir als Wienerinnen und Wiener immer alle schlecht reden und schmähdandeln und Rowezahn und so in den Dreck ziehen. Es ist alles ein Schatz. Wir müssen Gutes sprechen. Wir müssen etwas Positives bewirken. Alles Gute zum 180. Nein, 60 und der andere 180. Ganz genau. Ja. Nein, alles Gute zum Geburtstag. Es ist wirklich ein tolles Fest. Und Danke. Ich kann immer nur sagen, wir fühlen uns da jedes Mal wohl, wenn wir herkommen. Und das hängt mit dir und mit deinem Team zusammen. Höre ich sehr gern natürlich, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe mich heute nicht so ganz wohl gefühlt wie bei den anderen Festen. Ich fühle mich dann wohl, wenn ich neben der Bühne stehe, wenn ich im Hintergrund organisieren kann, wenn ich dafür sorgen kann, dass die Gäste schöne Stunden hier erleben. Also ich im Mittelpunkt auf der Bühne ist nicht ganz meines, obwohl ich mich natürlich wirklich sehr, sehr gefreut habe, dass so viele Freunde, Bekannte, Stammgäste heute da waren und wir wirklich einen sehr, sehr schönen Abend gemacht haben, von dem ich noch wirklich lange, lange Zeit zehren werde. Ja, man hat es ja gemerkt, es ist wirklich von Herzen gekommen, auch von allen Gästen, die da waren. Oft ist es so, naja, da ist ein gezwungener Anlass, aber da hat man wirklich das Gefühl gehabt, es kommt vom Herzen. Es kommt vom Herzen, glaube ich, auch vom Bauch raus. Es war der Gästemix genial, haben alles so schön harmoniert und ja, also ich schwelge im Glück, ganz ehrlich. Und vom Essen braucht man gar nicht reden, es war wieder ein Traum. Ja, ich werde erst essen. Also ich habe bis jetzt bin nur zu keinem Bissen gekommen. Aber der Küchenchef hat mir schon was eingepackt und ich glaube, ich werde noch zu Hause mit einem Glas Wein noch den Abend Revue passieren lassen. Dann können wir noch einmal sagen, alles Gute zum Geburtstag. Wir wünschen dir noch einmal mindestens 60 Jahre. Und wie hat es so schön geheißen, dass du auf jeden Fall noch 30 Jahre mindestens den Felderhof leitest? Ne? Das ist auf jeden Fall die nächste Etappe, die ich mir vorgenommen habe. Also schaue ich noch, wie es mir geht und dann reden wir weiter. Genau, und wir werden mitmachen. Super, danke vielmals. Danke. Lieber Peter, im Namen der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram, aber vor allem ganz persönlich von mir, ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem 60er. Wir haben doch einiges gemein, das wirst du jetzt vielleicht nicht so wissen. 2021, es sind traurige Umstände vorangegangen. Ich wurde Bürgermeisterin und du hast hier den Marfellerhof übernommen. Noch etwas haben wir gemein, das haben wir heute wieder erprobt. Wir verstehen uns nur mit einem Blick, rollen dann mit den Augen und jeder von uns beiden weiß, worum es denn da jetzt geht. Das ist sicher niemandem aufgefallen, aber wir zwar wissen, um was es geht. Ich danke dir vielmals für dieses Vertrauen und für diesen Zugang, den du mir gegenüber pflegst. Und wie gesagt, ich wünsche dir noch viel, viel, viel gesunde Jahre, viel Zeit hier im Marfelderhof in deinem zweiten Zuhause. Und gratuliere dir herzlich zum 60er. Und was wirklich schön ist, man kommt jetzt zu Peter Grossmann, man kommt zu Marion Finger und man kommt zum Team des Marfelderhofs. Ja? Und das habt ihr geschafft. Und deswegen habt ihr meinen wirklich großen Respekt. Ja, 80 Jahre, 60 Jahre, weil ich mache mir nicht 180 Jahre, weil es so 60 Jahre sieht man nicht an. Nein, gut gehalten. Aber es, so wie ich das heute gehört habe, auch bei der Laudatio, er dürfte eigentlich wirklich von Haus aus immer das gemacht haben, was seine Berufung war. Und wenn du einen Job machst, den du liebst,
dann macht er die nicht fertig, sondern dann hebt er dich. Und der Peter ist ganz einfach, man sieht es ihm an, dass er mit Leib und Seele das tut, was er tut. Und jetzt überhaupt in der ersten Reihe, was noch einmal eine Bestätigung ist. Also er war ja früher in der zweiten Reihe auch sehr effektiv, nur da hat man ihn nicht gesehen. Jetzt sieht man ihn, er wird sicherlich auch das genießen, dass er jetzt wirklich der Mann ist, zu dem er kommt. Peter Grossmann, Marc Felderhoff, dort fahrt man jetzt hin. Respekt ist nichts, was man einfach hat. Respekt hat man erst für mehr, dass ich die mag. Was ist das Leben wert ohne Respekt? Was ist ein Spiel mit Gefühl? Wie der Wechsel war, also der erzwungene Wechsel, kann man sagen, hast du da Befürchtungen gehabt, dass es anders wird? Es ist anders geworden. Aber im Positiven? Absolut im Positiven. Man darf das jetzt nicht verkleinern, aber ich meine, es ist halt der Saal umgestellt worden und der Peter hat ein anderes System aufgebaut und das ist wunderbar. Zum Beispiel die Chinellen sind weg, ja, die in dem Gerhard Bocek ausgezeichnet haben. Aber der Peter Grossmann ist ein wirklich wunderbarer Gastronom. Er kennt das Lokal von Picke auf, war 40 Jahre her. Also wer sollte denn das sonst übernehmen als er? Kann man sagen, die Tradition schon gewahrt vom Haus, aber doch ein bisschen verändert. Also ich würde sagen, Gerd Bocek war schrill, ja. Okay. Als Persönlichkeit, als in seinem ganzen Empfinden war er schrill, weil wenn man da auf die Decke schaut, was da alles hängt, das magst du nicht, wenn du nicht so bist. Genau. Der Peter Grossmann ist nicht schrill und man kann aber auch als leiser Mensch laut sein, ja. Und das ist ihm gelungen. Er hat ganz einfach durch seine Arbeit, durch seine Sensibilität, hat er ganz, ganz subtile Werte, Wohlfühlwerte geschaffen, wo jeder jetzt gern rauskommt. Und das waren aber Dinge, alleine wenn du die Sitzgelegenheiten um 90 Grad drehst, plötzlich gibt es eine Bühne, das sind Kleinigkeiten, vermeintlich. Und jetzt fühlen sie aber alle wohl. Es sind nämlich keine Kleinigkeiten, nur er hat es nicht laut ausgeschrien. Und das ist der Unterschied. Fühlen Sie wohl da? Absolut wohl. Vorhin, das hängt der Kaiser immer noch da, der kommt Jahrzehnte hin. Was soll einem mit Besseres passieren? In 180 Jahren hat er hin. Naja, das werden wir nicht mehr erleben, aber der Kaiser ist noch da. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. So ist es. Danke euch recht schön. Danke, danke, danke. Alles Gute. Alles Gute. Immer mit dem Peter war ich immer sehr gut, auch wie der Bocek noch gelebt hat, weil er war ja auch der Stellvertreter und er hat ja auch sehr, sehr viel gemacht. Ich glaube, er war viel mehr zuständig, als wir alle wissen oder glauben, weil der Gerhard Hatschmann natürlich der Federführende und nach außen hin, aber innen hat bestimmt der Peter Grossmann sehr viel arbeiten müssen. Und da war der Übergang nicht so schlimm, dass er jetzt plötzlich vor einer großen Aufgabe steht, sondern er hat das einmalig gemacht. Ich glaube, keiner hätte gedacht, dass es so toll wird.
merkt fast keinen Unterschied, gell? Nein, man kann es nicht vergleichen. Nein, es ist viel besser als früher. Kann man nicht vergleichen. Sowohl in dem Saal, dass er den Saal also ausgeputzt hat. Es ist zwar noch immer genug da, soll ja auch sein. Es ist ja richtig gemütlich, aber können ja viel mehr Leute sitzen, auch bequemer sitzen. Dann die Idee mit der Bühne ist hinreißen. Dadurch kann man wirklich was machen draus mit der Musik. Er hat eine Tonanlage, er hat einen Tontechniker das ganze Jahr engagiert. Das kostet ja ein enormes Geld. Und ich muss sagen, die Küche, gut, in der letzten Zeit von Gerhard Boczek war die Küche auch sehr gut schon. Aber jetzt ist sie noch besser und es ist ein Vergnügen, ein Vergnügen. Und er hat wirklich das Beste aus dem Machfelderhof gemacht. Wunderbar, und wir genießen den heutigen Abend. Ich darf es sagen, weil ich war ja mit Gerhard Boczek sehr gut. Aber man muss der Wahrheit den Vorzug geben. Es ist noch viel besser. Und ich glaube, dass der Gerhard, ich weiß ja nicht, wo er sitzt, auf irgendeiner Wolke oder was weiß ich. Man sagt immer, die Toten sind um uns herum. Also wenn um uns herum ist, wird er mir auch bestätigen. Und ich glaube, das wäre genau das gewesen, was er sich gewünscht hätte, wenn man sich was wünschen darf nach dem Tod, dass der Machfelderhof so ein tolles Image bekommen hat. Und wenn er das heute hört, wird er sicherlich mit seinem bekannten Lacher mitlachen. Ja, aber ohne Chinen. Dann sage ich recht herzlichen Dank und noch viel Vergnügen. Gerne, danke dir. Danke. Weißt du, warum wir da herinnen sind? Na, selbstverständlich, denn es hat sich bis zu euch herumgesprochen, dass ich hier vor 38 Jahren gearbeitet habe. Ich habe da hinten, ich weiß nicht, ob man sieht, Irmi, da hinten war früher, da haben wir die Sperrrips gemacht, Fogosch, Zander, da weiter hinten habe ich die Mayonnaise gemacht, da ist die Patisserie da hinten gewesen, also ich kenne mich ein bisschen aus. Es hat sich im Endeffekt nicht sehr viel verändert. Du hast dich verändert. Ich habe mich ein bisschen verändert, aber ich glaube, ich könnte mich sofort wieder zurechtfinden hier und wenn sie mir sagt, was ihr gerne essen wollt, ich fange sofort an. Was jetzt denn vorschlagen? Sperrrips. Also wenn man im Machfelderhof ist, muss ich schon sagen, muss man die Sperrrips essen. Das heißt, dein Bezug zum Machfelderhof, natürlich nicht nur jetzt, dass du da hier angefangen hast, aber du hast so auch immer wieder um daher Kontakt gehabt. Ja, also der Gerhard war ein strenger Chef, muss ich schon dazu sagen, auch noch dazu mal noch seine Schwester, weil wie ich da war, war seine Schwester auch Mitchefin. Also wehe, du bist vom Klo ausgegangen und hast da nicht die Hände gewaschen. Also, aber Halleluja, also das geht einmal gar nicht. Ja, der Gerhard war nicht nur Freund, sondern fast auch väterlicher Freund und das hat sich über all die Jahre gehalten und das Schöne war, wenn der Gerhard, da kommt jetzt ein Star-Koch aus, muss ich jetzt sagen, der Robert, also der Robert, komm nachher, ich erzähle gerade von meinen Kochaktivitäten, das weißt du hier gerade. Hier in der Küche, ja, oder? Ich hab, ja, oh ja, ihr aufpasst. Da jetzt. Hinten waren die Sperrrips, die Fisch habe ich gemacht, da hinten die Patisserie, also ich könnte da sofort einsteigen. Wirklich? Ja. Was sollte er uns kochen? Ja. Nein, ich habe gesagt, ich mache Feldorf, muss Sperrrips essen. Ja, aber um die Zeit jetzt kannst du keine Eierspeise auch machen. Ja, ist eine gute Idee. Oder? Verschwinden wir? Gehen wir ganz geschwind. Weißt du, wo die Eier sind? Ja, die müssen da vorne links. Ja, sollte an und für sich noch passen. Nein, also der Gerhard war wirklich ja, väterlicher Freund und das hat sich auch gehalten. Und das wirklich Schöne war, wenn der Gerhard Geburtstag hatte, hat er draußen immer die großen Feste auch gemacht. Und dann haben wir im Kleinen in irgendeinem Saal ganz, wirklich ganz klitzeklein dann unsere beiden Geburtstage gefeiert. Das war so schön und ja, mir kommen fast die Tränen, weil es ein Herzensmensch. Und dass der Peter jetzt das in der Art und Weise fortführt, dass es weiterlebt und ich wünsche ihm wirklich, so wie ich es auch drinnen gesagt habe, hoffentlich noch 20, 30 Jahre. Ich habe ja gesagt, nicht, für uns ist der Machfelderhof nicht nur das Esszimmer, sondern für uns ist das fast ein Wohnzimmer, kann man sagen. Ja. Ne? Und das Filmstudio. Und Filmstudio. Ja. Ja. Na, vor allem, So wie es heute auch gesagt wurde, würde es den Machfelderhof in der Art nicht geben, man müsste ihn erfinden. Gott sei Dank gibt es ihn. Genau. Wunderbar, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Vielen herzlichen Bis zum Dank. Nächsten Fest. Ja, jawohl. Mahlzeit. Perfekt. Wir gehen jetzt Eierspeis machen. Genau. Kriegen wir auch, ne? Ja, weißt du, brav. Eine Laudatio von einem berufenen Menschen, der eigentlich im Machfelderhof kennt. Nicht seit Anfang an, weil das 180 Jahre, also das stimmt nicht ganz. Aber in Gerhard schon gekannt hat und ja. Jetzt aber auch in Peter. Ne? So ist es.
Mir ist es eigentlich auch jetzt erst bewusst geworden, dass ich ihn schon mehr als die Hälfte meines Lebens, über 40 Jahre kenne. Nämlich, dass er als 17-Jähriger damals als Praktikant in dem Felderhof hergekommen ist und seit dieser Zeit da geblieben ist. Ja, zuerst als Praktikant und dann in verschiedenen Funktionen, aber eigentlich schon ganz entscheidend mitgewirkt hat, dass der Machfelderhof das geworden ist, was er heute ist. Eine Institution. Eine Institution, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und zweifellos mit Abstand das bekannteste Restaurant Österreichs ist. Mir passiert das immer wieder, wenn ich irgendwo in Westösterreich bin, in Tirol oder in Vorarlberg, die Leute fragen mich, okay, woher kommen Sie oder woher kommst du? Und ich sage aus dem Machfeld, sagen Sie, ah, Machfelderhof. Das heißt, der Machfelderhof ist schon fast bekannter als das Machfeld selbst. Eine tolle Sache und es war heute wirklich eine wirklich komplett runde Feier, kann man sagen. Wunderschön von den musikalischen Darbietungen. Ich glaube, man hat es gemerkt, auch die Wertschätzung, die nicht nur die Künstler, sondern eigentlich alle Gäste für ihn aufbringen. Er ist wirklich, ich habe es versucht so auszudrücken, er ist ein Gentleman-Gastronom in der ganzen Art, wie er sich darbietet und wie er seinen, nicht nur seinem eigenen Team, sondern auch den Gästen gegenübertritt. Und wir freuen uns, wenn wir die Familie Fasslaben bald wiedersehen, entweder bei einer Eröffnung, bei einer Feier oder wenn wiederum sind ja noch einige kulturelle Veranstaltungen. Genau so ist es und wir werden darauf schauen, dass sich im Feld weiterhin was tut. Absolut. Und dann werden wir uns wieder treffen. Genau. Alles Dankeschön. Gute. Alles Gute. Danke. Jetzt habe ich einen profunden Kenner des Machfelderhofes und natürlich auch von Peter Grossmann. Ja, also ich muss sagen, ich bewundere Peter Grossmann sehr. Er hat ein sehr großes Erbe übernommen. Er ist in sehr große Fußstapfen getreten nach dem plötzlichen Tod von Gerhard Boczek. Und Toni Faber hat es ja heute schon gesagt. Wir haben uns alle gefragt, wird er das stemmen, wird er das schaffen? Er hat es bravourös geschafft, hat neue Akzente gesetzt. Und der Machfelderhof ist also attraktiver denn je geworden. Und das freut mich sehr, sehr für den Machfelderhof, aber auch für den Peter Grossmann. War das vielleicht deshalb, dass er nicht imitiert hat, sondern dass er sehr wohl seine eigenen Sachen gegangen ist, also seinen eigenen Weg, aber trotzdem die Tradition vom Machfelderhof bewahrt hat? Wissen Sie, jemand anderen zu imitieren ist immer schlecht. Und das kann nie zu wirklichem Erfolg führen. Und der Peter Grossmann hat ja hier schon seit vielen Jahrzehnten das Handwerk des Machfelderhofs, das ist ein spezielles Handwerk. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Handwerk in einem anderen gastronomischen Betrieb. Das hat er gelernt bei Boczek. Und Peter Grossmann ist eine ganz andere Persönlichkeit als Gerhard Boczek. Und er hat natürlich sofort dann nach der Übernahme des Machfelderhofes hier Akzente gesetzt. Allein die optische Gestaltung, dass er jetzt diese Bühne reaktiviert hat, dass die Künstler etwas höher sind, dass man die Leute besser sehen kann, wenn sie sprechen oder singen. Das war eine wunderbare Idee und da hat man schon zum ersten Mal gemerkt, aha, er hat Ideen und er setzt sie um. Aber wie gesagt, er hat nicht jetzt alles von Grund auf erneuert, sondern ich würde so sagen, er hat etwas Altbewährtes weiterentwickelt. Und das ist auch notwendig. Man muss es immer wieder in die neue Zeit bringen, in die neueste Zeit bringen, in die Gegenwart bringen. Man darf es nicht stehen lassen, weil sonst wird es eines Tages veraltet werden. Und das weiß er und das macht er ganz, ganz großartig. Das heißt, wir können uns auf tolle Feste hier noch freuen. Ich bin 100% davon überzeugt. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Ja, jetzt habe ich dich da vor dem Mikrofon. Bald wirst du das Mikrofon in der Hand haben, ist das richtig? Ja, man sagt so, man munkelt. Das ist ja also alles mystisch heute, was ja sehr spannend ist. Was verbindest du mit Machfelderhof oder mit Gerhard, mit Peter Grossmann? Viele Jahre, man muss jetzt eigentlich schon sagen Jahrzehnte, eine Loyalität zu den Künstlern, eine Heimat für die Künstler. Der Gerhard hat das natürlich gepflegt und der Peter macht das weiter in einem moderneren Sinn, in einem Sinn, wo er wirklich die Feste jetzt nicht in dieser Quantität macht, aber mehr auf Qualität. Und ich glaube, das war immer so das Geheimnis des Machfelderhof, dass die Künstler auch hier eine Heimat haben, sich treffen, sich austauschen. Und ja, da hängt der Himmel voller Geigen und voller anderen Musikinstrumente.
das sagt eigentlich vieles aus. Absolut. Ich habe ja eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frage meinen Freund, ob er mit mir das Gesicht nicht tauschen möchte. Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte heute fesch sein. Nicht wieder alte Sümme. Was werden wir von dir heute hören? Ja, ich mache eine ziemlich skurrile Mischung. Ich wurde ersucht, ein Lied für den Gerhard zu singen, und zwar Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte heute fesch sein. Und dann möchte ich New York machen, eine Hymne, die man natürlich durchaus auch den Machfeldo ein bisschen umtexten kann. Bei mir ist es immer so schwer, wenn man sagt, du darfst nur zwei Nummern machen, weil natürlich ein Riesenprogramm ist. Ich laufe doch erst nach 20 Minuten zur richtigen Höchstform auf. Also für mich ist es immer sehr schwer, weil zwei Nummern ist so, ja. Das heißt, wir müssen mit Zugabe rechnen? Nein, weil das ist genau die Kollegialität, okay, und der Respekt, den man einfordert und auch von allen anderen erwartet, denn es macht keiner Zugabe, weil sonst sind wir morgen in der Früh fertig. Und das muss auch so sein und das ist absolut zu akzeptieren, auch wenn für mich, wie gesagt, ich gerne etwas Rundes baue. Aber es ist nun mal so, wir haben viele Künstler heute und jeder will was machen und deshalb gibt es logischerweise auch keine Zugabe, auch wenn die Leute Kopf stehen, denn da wartet schon der nächste Künstler. Ein schönes, aber besonderes Fest. Das ist dem Peter zu wünschen, denn ich glaube, es war, wie der Gerhard von uns gegangen ist, war ein bisschen eine Sorge, auch von allen, von wahrscheinlich von den Unternehmern hier, vom Personal, von, ich will nicht sagen von uns, aber von diesem ganzen Klientel, wie wird es denn weitergehen? Weil der Gerhard war eine Ikone, der Gerhard war eine bisschen Kunstfigur, der das gelebt und zelebriert hat. Und keiner wusste eigentlich, wie macht es der Peter, was macht er weiter, wie geht es weiter. Und es ist nicht leicht, ich würde nicht sagen, in die Fußstapfen zu treten, weil das tut er nur im geschäftsführerlichen Sinne. Aber einfach so etwas, was so eine Tradition hat, so einen Kultfaktor hat, weiterzuführen und erfolgreich weiterzuführen. Weil viele berühmte Chefs sind gegangen und dann ist ein nächster Chef gekommen. Ich sage jetzt nicht schön brumm. Alles klar. Na dann freuen wir uns auf deinen Auftritt. Was kann man eigentlich zum Peter Grossmann und zum Marc Felderhof sagen? Der Peter Grossmann ist zwar der Jesus Christ Superstar, aber er ist ein Motor, dass jeder sein Talent entfaltet. Und was wir heute an musikalischen, kabarettistischen Möglichkeiten schon erlebt haben, ist er hier ein Ort, wo sich Talente entfalten können. Ich fühle mich auch hier sehr, sehr wohl und weiß, dass hier etwas wächst, was Zukunft hat. Und wenn wir diese Künstler hier betrachten und viele andere, die heute aufgetreten sind, heißt es, dass es einen Mehrwert für die Gesellschaft gibt, einen Mehrwert für die Menschen, die hier sind, aber auch die medial mit uns verbunden sind. Und ich gratuliere dem Peter Grossmann aufs Herzlichste. Und ich weiß, so ein runder Geburtstag kann anders sein, dass wir gestärkt diesen Abend nicht nur genießen, sondern auch weiterwirken können. Und 60 ist ja das neue 50, habe ich gehört. Du, ich habe das vor einem Jahr erlebt. Ich habe jetzt einen Jungbrunnen. Das ist ein Wahnsinn. Seit 61 ist das. Ich glaube, das geht nur bergab, aber es geht noch bergauf. Ja. No!
Ihr seid ja noch weit weg vom 60er. Ja, auf der falschen Seite. Ich habe da im November letzten Jahres hier meinen 60er feiern dürfen und das war eine super Feier und ich freue mich schon auf meinen 70er. Alles klar, auch wieder ja. Da. Mein 50er habe ich auch da gefeiert. Bei dir dauert es noch ein bisschen? Ja, ich bin ja der jüngere Bruder und hoffe, das auch zu bleiben. Okay. Ja, da aufzutreten, das ist eine ganz besondere Sache, oder? Ja, also die Atmosphäre da ist besonders, weil es einfach der Rahmen schon genial ist. Aber halt die Gäste, die hier sind, die sind Freunde und es kommt genauso drüber, es berührt wirklich. Wenn man da singen darf, dann steht man ein paar Zentimeter höher, weil die Gesichter, die man da sieht, die lassen dann aufblühen. Ja, und ich glaube, falls ihr mal ein Musikinstrument vergesst, gibt ja genug. Der Himmel hängt hier voller Geigen. Dann sage ich euch recht herzlichen Dank und wir freuen uns auf die mindestens nächsten 60 Jahre im Machfeldhof. Ja. Dankeschön. Danke, die freuen uns. Danke. Yes, I know that love is in you, and I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no, no. Schulkollegin von Peter, so wie wir alle. Ich darf eins sagen, wir kennen uns seit 47 Jahren mittlerweile. Wir haben gemeinsam die Schule besucht in St. Pölten. Es hat uns zusammengeschweißt. Es ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute haltet. Du warst immer ein Bursch mit großem Herzen. Du bist das Blim. Und wir sagen vor allem danke, dass du uns nach wie vor ein guter, ehrlicher Freund bist. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every breath I take. If our love ceases to... Ich hab Hesch. Super. Danke. So.